Resident Evil 4 Remake hat eingeschlagen wie eine Bombe. Leider war der Söldnermodus zu Release noch nicht dabei, aber seit dem 7.4. ist auch er Bestandteil des Hauptspiels und kann kostenlos heruntergeladen werden. Ob The Mercenaries genauso gut geworden ist wie das Hauptspiel und warum Wesker und Ada noch nicht darin vorkommen, aber bald nachgereicht werden, das erfahrt ihr jetzt. Also lasst mal drüber reden. Hallo zusammen, ich bin der Andi, willkommen bei Screenfire. Resident Evil The Mercenaries oder der Söldnermodus, wie er in Deutschland heißt, ist fester Bestandteil vieler Resident Evil Teile und zwar seit 1999, beziehungsweise er kam unter anderen Namen sogar schon in Resident Evil 2 und sogar im ersten Teil vor. Seit dem 7.4., also genau 2 Wochen nach Release, gibt es dieses Bonusgame nun auch für das 4. Remake und das wird nicht das letzte Update sein. Das steht fest. Doch, bevor ich mich mit euch gleich in die Details dazu stürze, vergesst auch am Ende des Videos nicht ein Like und Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Ihr findet mich auch unter TheJediBird85 auf Instagram und unsere wöchentlichen Streams gibt es neben YouTube auch auf Twitch unter dem Kanalnamen Screenfire Germany. Nicht jeder Mercenaries Mode konnte mich bisher begeistern. Village zum Beispiel habe ich so gut wie komplett ignoriert, aber Resident Evil 4, also das Original, habe ich damals zu Release so extrem gesuchtet und alles freigespielt, was möglich war. Dementsprechend gespannt war ich, ob im Remake auch der Funke überspringt oder ob es mir eher so gehen wird wie in Village. Nun ja, was soll ich sagen? Während ich hier zu euch spreche, würde ich lieber The Mercenaries spielen. Es macht einfach unglaublich Spaß. Es ist dieses wahnsinnig befriedigende Gefühl, diese Mischung aus Crowd Control, Combo Strikes und Taktik. Aktuell stehen euch 4 Charaktere zur Verfügung, die ihr jeweils mit einem A-Ranking freischaltet. Ihr startet mit Leon und könnt dann mit ihm Louis freischalten, mit Louis Krauser und mit Krauser Hank. Um einen A-Rang zu erhalten, müsst ihr lediglich 100.000 Punkte in einem Level eurer Wahl schaffen. Schafft ihr einen S-Rang, also 200.000 Punkte mit allen Charakteren, schaltet ihr übrigens die Handcannon frei. Ich habe das noch nicht geschafft, aber die soll dann wohl für Mercenaries als auch für den Singleplayer nutzbar sein. Und so spart ihr euch einfach mal den Profi-Run im Hauptspiel, falls euch das nicht so liegt und ihr besser in Mercenaries seid. Das Ziel des Spiels ist recht simpel. Tötet so viele Gegner, wie ihr könnt und versucht die Kombokette nicht abreißen zu lassen, um möglichst viele Punkte zu erzielen. Die Zeit verlängert ihr unter anderem durch grüne Blasen, durch die ihr durchrennen könnt. Haltet aber die Augen offen, denn neben Kisten und explosiven Fässern gibt es auch andere Hilfsmittel wie stationäre MGs, die mit begrenzter Munition in der Gegend stehen. Insgesamt gibt es 3 Level, das Dorf, das Schloss und die Insel. Spielt einfach das jeweilige Areal einmal durch, um das nächste freizuschalten. Jeder der Charaktere in The Mercenaries hat andere Waffen im Koffer und spielt sich auch ein bisschen anders. Wenn ein Gegner wackelt, so nutzt Leon die aus dem Hauptspiel bekannten Aktionen, wogegen Louis mit einer Stange zuschlagen kann. Und dann gibt es da noch den individuellen Mayhem-Mode. Ist die in der Mitte des Bildschirms platzierte Leiste voll, könnt ihr auf PlayStation mit L3 und R3 oder Xbox mit LS und RS eine zeitlich begrenzte Power-Attacke ausführen. Krauser fährt da seinen mutierten Arm aus und Hank ballert einfach mit unendlicher Munition alles über den Haufen, was ihm vor die MP5 rennt. Gerade weil jede Stage und jeder Charakter seine eigenen Anforderungen hat, gibt es eine Vielzahl an Taktiken, die ihr austüfteln könnt. Und genau darin liegt für mich der Reiz von The Mercenaries. Es ist im Prinzip sehr ähnlich zum Original, aber eben mit ein paar mehr Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt schon von Fans gehört, die sich sehnlichst einen Koop-Modus wünschen und ich kann es verstehen. Für The Mercenaries wäre das wirklich eine fantastische Idee, aber leider wird das wohl ein Traum bleiben, denn Koop ist bisher nicht vorgesehen. Gleiches gilt auch für fleißige Trophy- und Achievement-Sammler unter euch. Der Söldnermodus wird nichts dergleichen beinhalten und kann daher getrost ignoriert werden. Was ihr aber auf keinen Fall machen solltet, wenn ihr generell ein Faible für diese Art von Bonusspielen habt. Ich persönlich bin wirklich mehr als begeistert und gebe diesem kurzweiligen DLC-Spaß eine 8,7 von 10 möglichen Punkten. Es ist kostenlos, kein bisschen kompliziert und macht wirklich Laune. Da fragt man sich schon, wieso es nicht von Anfang an Teil des Pakets war.
Aber das Gleiche könnte man auch zu Wesker und Ada sagen. Wo sind die eigentlich? Schließlich waren sie Bestandteil des originalen The Mercenaries und kommen sogar im Hauptspiel vor. Nun ja, das hat mit dem noch nicht erschienenen Singleplayer-DLC Separate Ways zu tun. Wie auch schon bei Resident Evil 5, 7 und Village soll auch für Resident Evil 4 Remake eine Gold Edition erscheinen, die neben dem angekündigten VR-Modus auch einen sehr umfangreichen DLC haben soll, bei dem wir die Geschichte aus Adas Perspektive erzählt bekommen. Gerüchte besagen, dass auch der zweite Verdugo und U3 darin vorkommen sollen. Die kamen nämlich im Hauptspiel bisher überhaupt nicht vor. Um noch mehr Content zu haben, um den Kauf einer Gold Edition zu rechtfertigen, soll deshalb auch Wesker und Ada erst dort integriert werden. Dass sie beide als spielbare Figuren bereits vorhanden sind, haben bereits fleißige Data-Miner bewiesen. In dieser Liste sind alle Charaktere enthalten und die darin beschriebenen Fähigkeiten passen zu 100% auf die bereits vorhandenen vier Charaktere. Also werden auch die anderen beiden stimmen, denn diese Liste wurde bereits vor Release geleakt. Ada hat demnach die Mayhem-Fähigkeit, ihre Geschwindigkeit und Attacken zu boosten, und Wesker kann Combo-Melee-Attacken ausführen. Im normalen Kampfgeschehen soll er sich ebenfalls auf seine Hände verlassen und kann damit selbst weit entfernte Gegner erreichen. Ich meine, das kennen wir schon aus der Vergangenheit mit Weskers Speed-Attacken in Resident Evil Zero, und in Teil 5 war er auch nicht gerade langsam unterwegs. Wann, denke ich also, werden wir in den Genuss von Adas neuen Abenteuer und den beiden Charakteren kommen? Nun ja, wenn man sich die Gold Edition Release-Politik von Capcom in der Vergangenheit so anschaut, dann würde ich sagen, es variiert stark von einem halben Jahr bis zu einem Jahr. Sollte Capcom bei ihrem angekündigten Plan bleiben und jedes Jahr ein neues Resident Evil veröffentlichen, dann werden wir dieses Jahr den ersten Trailer zu Resident Evil 9 oder einem Resident Evil Spin-off sehen. Um diesen dann marketingtechnisch nicht in die Quere zu kommen, bedeutet das, entweder sie veröffentlichen es im Herbst 23 oder Frühjahr 24. Village hat allerdings auch ganz schön lange gebraucht und so wäre im schlimmsten Fall sogar ein Herbst 24 denkbar, aber das glaube ich irgendwie nicht. Ich habe auch in dieser Richtung überhaupt nichts gehört. Hoffen wir also einfach mal das Beste. Daher, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch der Söldnermodus überhaupt interessiert. Seid ihr Fans oder interessiert euch vielleicht auch nur der Singleplayer? Und wenn ihr Fans seid, was ist euer Lieblings-Mercenary-Teil? Ich schwanke da ein bisschen und liebe auf der einen Seite die Herausforderungen im originalen dritten Teil, aber Teil 4 hat mich damals einfach unglaublich süchtig gemacht. Außerdem, was sagt ihr eigentlich zur Gold Edition Politik im Allgemeinen? Ist ja nicht nur Capcom, die sowas machen. Findet ihr es eine gute Möglichkeit, uns neue Inhalte zu geben und die firmenintern finanziell zu rechtfertigen? Oder habt ihr das Gefühl, uns wird da das Geld aus der Tasche gezogen? Egal wie es sich entwickelt, ich halte euch wie immer auf dem Laufenden und bringe euch News und Analysen. Wenn ihr jetzt noch Lust habt auf unsere Podcast-Episode mit Landsquid, Birdrider und mir, dann klickt doch mal auf das obere Video. Oder aber vielleicht interessiert ihr euch ja für mein Video zum Remake von Metal Gear Solid 3 Snake Eater, welches auch noch diesen Sommer, also 2023, von Konami angekündigt werden soll. Dann klickt auf das untere Video. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit, habt Spaß bei was auch immer ihr schaut und zockt, und wir sehen uns im nächsten Video.